So, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit einem Selbstverteidigungsvideo. Heute geht es darum, wie man sich aus einem Würgegriff befreien kann. Ich zeige euch heute drei verschiedene Möglichkeiten und die steigern sich je nach Brutalität und je nach Effektivität. Wir fangen mit dem nicht so effektivsten an, aber bei der ersten Möglichkeit geht er dem Streit aus dem Weg und geht nicht in den Kampf rein. Dann kurzer Einblick. So, bei der ersten Möglichkeit, frag mich mal. So, fester Griff hier in den Hals. Erstmal Hände hoch. Zeigen, dass man keinen Stress will oder was auch immer. Und wenn er hier festgehalten hat, er kommt auf dich zu. Ganz einfach seine Kraft ausnutzen und seine Bewegung, seine Vorwärtsbewegung ausnutzen. Den Arm nehmen und einfach hier so reinlegen. Ganz simpel. So, nochmal. Er kommt auf dich zu. So, das ist ganz einfach. Aber von der anderen Position. Er hat mich losgelassen und damit kann man am besten weglaufen oder die zweite Möglichkeit anwenden. Die ist ein bisschen brutaler und bei dieser Möglichkeit kann man den Gegner auch schon deutlich stärker verletzen. Ich zeig dir kurz. Fang dich an. Das erste, was ihr macht, Arm rauf. So, wenn ihr den Arm rauf gemacht habt, geht er ein bisschen runter. Das heißt, er knickt ein bisschen. Dann, diese Hand habe ich noch frei. Mit der Hand bin ich drauf, mit der linken, mit der rechten Hand habe ich noch frei. Und dann komme ich hier und hier gehe. Der kann sich ja jetzt nicht mehr wehren, der kann keine Deckung mehr hochnehmen, weil hier alles zu ist. Nochmal von der anderen Richtung. Hand drauf und reinhauen. Kann man variieren. Den Hook, den Jab, wie man will. Wie man will, auch mit der Schulter und dann weiter durchs Gesicht ziehen. Er kommt, wieder Hände hoch. Hände hoch, auf und ab. Auf. Bis er irgendwann Knockout geht oder was auch immer. Also bis ihr euch wieder wohl fühlt, oder bis er losgelassen ist. Am besten, wie gesagt, weglaufen. Aber wenn es nicht klappt und wenn ihr den Gegner auch schaden wollt, verletzen wollt, dann ist das eine gute Möglichkeit. So, die dritte Möglichkeit ist die brutalste. Und die kann auch tödlich sein, nur im absoluten Notfall wirklich umsetzen. Und mal wieder. So. Der erste Schritt, wie gesagt, Hände hoch, alles klar. Dann geht er hier rein, in die Leiste. Die Leiste rein und er ist schon unten. Wenn ich das schnell mache, dann bleibt er auch unten. So, von hier aus mit dem Knie rein ins Gesicht. Und da Arm rum, dann habt ihr ihn hier. Und wenn man jetzt hochgeht, dann wisst ihr, was passiert. So, nochmal, frag mich. Leiste rein, er klickt ein. Dann kommt er hier mit eurem Knie, mit eurer Kniescheibe ins Gesicht. Dann habt ihr ihn hier. Dann könnt ihr so hochgehen. Oder wenn ihr ihn schon hier habt, oder nach dem Trend ins Gesicht, ist er sowieso schon Knockout. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene von Punisher in der zweiten Staffel erinnert. In der Schule, da hat doch auch der Punisher den einen so ins Gesicht geschlagen, dass seine Nase sich verschoben hat. Das kann auch passieren. Also, ist sehr brutal. Und wie gesagt, wenn man falsch trifft oder was auch immer, kann das auch tödlich sein. Also, die im absoluten Notfall nur einsetzen. Ja, nochmal im Stellen. Hört mich. Hier rein. Hier. Das ist auch sehr effektiv, wenn man wirklich ein Knietritt ins Gesicht bekommt. Das ist sehr schmerzhaft und es kann auch, wie gesagt, zum Knockout sowieso und eventuell zum Tod führen. Und jetzt, als allerletztes, eine Spezialüberraschung. Das ist die effektivste und sinnvollste Lösung. Hier kurz eingeblendet. Ich kann dem Angreifer deutlich zeigen, deutlich artikulieren, was ich will. Ich zeig's ihm mal. Halt! Oder ich kann Zeugen auffordern, mir zu helfen. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir.
Weiter geht's. So. Und dann, wie gesagt, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch haben die drei Tipps gefallen. Am besten, wie gesagt, weglaufen. Sonst immer Hände hoch, zeigen, dass man keinen Stress will. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen oben, checkt ihn ab. Wenn mal ein Video kommen sollte, dann könnt ihr wieder auch abonnieren. Und ansonsten schickt das Video euren Freunden. Und ich verabschiede mich damit und peace out.